Aufgabe 6. Von vornherein ein paar Regeln, an die ich mich während der Rechnung halten werde. Und zwar grundsätzlich gibt es für viele dieser Aufgaben mehrere Lösungswege. Ich werde immer den jeweiligen Lösungsweg auswählen, den ich am besten finde. Und es werden stets nur Lösungswege, Verfahren und Formeln benutzt, die in der Abiturprüfung auch zugelassen sind. Das bedeutet keine Tricks und keine exotischen Verfahren aus dem Studium. Außerdem, wenn sinnvoll, werde ich bei jeder Aufgabe unter den i-Punkt oben rechts in der Ecke das passende Videotutorial zu dem jeweiligen Thema verknüpfen. Gegeben ist eine Gerade g, berechnen Sie die Koordinaten des Punktes, in dem g die x2x3-Ebene schneidet. Bei der x2x3-Ebene handelt es sich natürlich um eine der Grundebenen und wenn wir uns versuchen ein bisschen zu erinnern, in der x2x3-Ebene hat jeder Punkt die x1-Koordinate 0. Und das ist auch unser Stichwort. Das bedeutet, wir zerlegen erstmal diese Geradengleichung in x1 sind 4 plus t, x2 sind minus 6 minus 2t und x3 wären dann 3 plus 2t. Und da wir eigentlich wissen, dass die x1-Koordinate 0 ist, das bedeutet, das können wir hier in der ersten Zeile nutzen. Also statt x1 schreibe ich einfach 0 ist gleich 4 plus t und formen natürlich nach t um. Minus 4, somit ist t gleich minus 4. Diesen Parameterwert nutzen wir, indem wir es in die Geradengleichung einsetzen. Damit haben wir die Koordinaten des Schnittpunktes. Also ich schreibe dann t gleich minus 4 in g. Und dieser Schnittpunkt, ich bezeichne ihn jetzt einfach mit S2, 3, Schnittpunkt oder Spurpunkt mit der x2, x3-Ebene, hat dann die Koordinaten. Wenn wir für t sozusagen minus 4 einsetzen, dann haben wir 4 minus 4, sind natürlich 0, was wir eigentlich schon wussten, minus 6 und dann plus 8 sind 2 und 3 minus 8 sind minus 5. Das ist dann unser Spurpunkt. Die zweite Aufgabe ist natürlich verbunden mit ein bisschen mehr Rechenaufwand. Und zwar bestimmen Sie den Abstand des Punktes P von der Geraden G. Also, es handelt sich um Abstand Punkt Gerade. Es gibt relativ viele Lösungswege, um das Ganze zu bestimmen. Ich werde mich jetzt für den klassischen Lösungsweg entscheiden, und zwar mit Hilfe einer Hilfsebene. Finde ich persönlich am einfachsten und am sichersten zum Rechnen. Wir versuchen zuerst, uns das Ganze wieder bildlich vorzustellen. Also, wir haben eine Geradengleichung, die ist ja gegeben, das ist g. Und wir haben diesen Punkt p. Wenn wir jetzt vom Abstand reden, reden wir natürlich von dem geringsten Abstand, der von p auf g trifft. Und der trifft natürlich orthogonal auf g. Und dieser Punkt, wo es drauf landet, heißt oder lautet Lotfußpunkt. Und wenn wir diesen Punkt hätten, diesen Lotfußpunkt, dann wäre ja kein Problem, den Abstand zu bestimmen. Das ist einfach die Länge des Vektors PL. Also unser indirekter Ziel ist natürlich, die Koordinaten von L zu bestimmen. Dafür stellt man eine sogenannte Hilfsebene. Die versuche ich jetzt von der Perspektive hier schräg anzudeuten. Und diese Hilfsebene steht natürlich orthogonal zu dieser Geraden g oder senkrecht. Und wenn wir eine Ebenengleichung aufstellen wollen, natürlich wollen wir die Ebene in Koordinatenform haben. Die Koordinatenform ist die einfachste Form zum Rechnen. Dafür brauchen wir allerdings einen Normalvektor. Und der Normalvektor steht immer orthogonal zu der Ebene. Da g jetzt bereits orthogonal zu der Ebene steht, bedeutet das für uns, dass der Richtungsvektor dieser Geraden gleichzeitig unser Normalvektor ist. Und den Richtungsvektor haben wir hier. Das ist 1 minus 2, 2. Damit können wir schon sagen, der Normalvektor der Ebene lautet 1 minus 2, 2. Und damit haben wir schon die Koeffizienten vor x1, x2 und x3 bei der Ebenengleichung. Das können wir natürlich ausnutzen. Also, wir hätten dann 1x1 minus 2x2 plus 2x3 sind erstmal b. B steht für die unbekannte Zahl, die wir noch hinten bestimmen müssen. Und um die rauszukriegen,
müssen wir einen Punkt in die Ebene einsetzen, was auch in der Ebene liegt und wir kennen. Und das ist selbstverständlich dieser Punkt P. Deshalb als Hinweis an dieser Stelle, P in E einsetzen. So, und wenn wir das machen, P haben wir, minus 3, minus 1, 7, haben wir dann 1 mal minus 3, minus 2 mal minus 1, plus 2 mal 7 sind B. Wir fassen das Ganze zusammen. Wir haben dann minus 3 plus 2 und plus 14 sind B. Und minus 3 plus 2 sind minus 1, plus 14 sind natürlich 13. Somit haben wir auch die hintere Zahl bestimmt und wir haben dann die Hilfsebene in eine saubere Form. X1 minus 2x2 plus 2x3 sind gleich 13. Okay, jetzt, wenn wir diese Planskizze anschauen. Wir haben jetzt die Ebene und wir haben die Gerade G. Dieser Lotuspunkt ist nichts anderes als der Schnittpunkt zwischen G und E. Aus diesem Grund benutzen wir G zerlegt. Wir haben es hier oben eigentlich schon gemacht für die vorherige Aufgabenstellung. X1, X2 und X3. Und ersetzen damit die Xer in der Ebenengleichung. Also ich schreibe hier nur als Hinweis G in E einsetzen. Damit kriegen wir natürlich wieder eine Gleichung. Und für x1 haben wir dann 4 plus t minus 2 mal, Klammer auf, minus 6 minus 2t plus 2 mal 3 plus 2t sind gleich 13. Wir lösen die Klammern und fassen so weit wie möglich zusammen. Also 4 plus t. Dann habe ich hier plus 12 plus 4t plus 6 plus 4t sollen 13 sein. Als erstes können wir beispielsweise die t's zusammenfassen. Wir haben dann 9t. 4 plus 12 sind natürlich 16. Plus 6 sind 22. Und diese 22 können wir rüberbringen mit minus 22. Somit haben wir 13 minus 22 sind natürlich minus 9. Geteilt durch 9, t ist minus 1. Diesen passenden Parameterwert nehmen wir jetzt und setzen es in unserer Geradengleichung oben ein und bestimmen den Lotuspunkt. Also an dieser Stelle kann ich sagen, t gleich minus 1 in g einsetzen. Also wenn wir oben minus 1 einsetzen, dann haben wir 4, minus 1 sind selbstverständlich 3, dann minus 6, minus 2 mal minus 1, also plus 2 sind minus 4 und 3 minus 2 sind selbstverständlich 1. Den Lotuspunkt hätten wir jetzt bestimmt. Und damit können wir die Länge des Vektors per L bestimmen, was auch dem gesuchten Abstand entspricht. Also ich bilde zuerst diesen Vektor per L. Das bedeutet nichts anderes als L minus P. P steht hier oben, L hier, 3 minus minus 3 sind natürlich 6, minus 4 minus minus 1 sind minus 3 und 1 minus 7 sind wieder minus 6. Und dann die Länge von PL, also der Betrag, ist nichts anderes als Wurzel aus jeder einzelnen Koordinate ins Quadrat. Die negativen Vorzeichen können wir weglassen wegen den Quadrate. Und dann haben wir 6 Quadrat. Plus 3 ins Quadrat plus 6 ins Quadrat und das sind dann entsprechend 36 plus 9 plus 36. Jetzt 36 plus 36 sind 72 plus 9 sind 81 und Wurzel aus 81 sind selbstverständlich 9. Also der Abstand beträgt dann 9 Längeneinheiten.